Ich habe ja schon in dem Video über die versteckten Features von iPadOS die Shortcuts-App genannt. Diese App, die mit iOS 13 gekommen ist, ist für mich nämlich immer hinten runtergefallen bzw. wurde nie wirklich wahrgenommen. Dabei bieten die Kurzbefehle echt viel und darum soll es in diesem Video gehen. Viel Spaß! Für mich persönlich gibt es zwei Wege, wie man diese App benutzen kann. Erstens als einfacher Befehl, also sozusagen als Button. Oder zweitens verbunden mit einem Skript, das dann ausgeführt wird, wenn man den Shortcut aktiviert. Fangen wir mal mit dem einfachen Befehl an. Ihr könnt zum Beispiel einrichten, dass in Philips Hue auf Knopfdruck eine andere Szene aktiviert wird oder dass ein bestimmter Bereich in einer App, den ihr oft nutzt, gestartet wird. Dazu geht ihr einfach in der Kurzbefehle-App auf neuen Shortcut erstellen und wählt dann eure gewünschte Funktion aus. Dann könnt ihr dem Ganzen noch einen Namen geben, zusätzlich noch ein Symbol und fertig ist der Shortcut. Kommen wir zu Weg 2, der eigentlich nur eine Erweiterung des ersten Weges ist. Vielleicht seid ihr schon mit der App If This Then That vertraut oder habt zumindest schon mal davon was gehört. Da kann man ja so kleine Mini-Programme schreiben, die Automatisierung in den Alltag bringen kann bzw. allgemein den Workflow erleichtert. Ähnlich ist es auch mit der Shortcuts-App. Da müsst ihr ja kreativ werden, denn euch stehen echt super viele Möglichkeiten offen. Guckt dazu einfach mal, welche App supportet und welche Funktionen da genau unterstützt werden. Es gibt definitiv noch einige Apps, die da fehlen, aber für den Anfang reicht es auf jeden Fall erstmal, da gibt es definitiv genug. Ich gebe euch einfach mal ein Beispiel. Ihr könntet zum Beispiel einstellen, dass mit einem Knopfdruck sowohl euer WLAN als auch Bluetooth ausgestellt wird und das Gerät in den Nicht-Stören-Modus gesetzt wird. Das Skript könnt ihr dann zum Beispiel einfach beim Schlafengehen ausführen und könnt euch dadurch ein bisschen Zeit ersparen. Es ist natürlich noch viel mehr möglich. Das würde aber den Rahmen dieses Videos sprengen und ist auch ziemlich kompliziert. Ich habe euch deswegen unten einfach mal meine Lieblings-Shortcuts verlinkt, denn das Gute ist, man kann sich Kurzbefehle sogar herunterladen, die andere schon erstellt haben, sodass man sich ja nicht selbst die Arbeit machen muss, einen Shortcut zu erstellen, den jemand anderes schon erstellt hat. Eine Empfehlung geht da an dieser Stelle auf jeden Fall raus an Routine Hub, die den Shortcuts eine ganze Website gewidmet haben. Link ist dazu auch unten in der Videobeschreibung. Wenn wir gerade schon dabei sind, unsere Shortcuts nicht selber zu erstellen. Es gibt in der Shortcuts-App auch einen Reiter Galerie, in dem Apple euch schon einen sehr großen Haufen an vorgegebenen Shortcuts präsentiert. Das ist auf jeden Fall auch mal ein Blick wert, vielleicht auch ein ganzes Video. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr euch dazu auch nochmal ein separates Video wünschen würdet. An dieser Stelle war es aber auch schon mit dieser kleinen Vorstellung der Shortcuts-App. Mich würde an dieser Stelle einfach interessieren, was ihr über diese App denkt. Habt ihr die bisher schon viel genutzt? Was sind eure Lieblings-Shortcuts? Lasst es mich einfach mal wissen in den Kommentaren. Wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt es mit einem Like und vergesst doch nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr in Zukunft nichts mehr verpassen wollt. Und damit bis zum nächsten Video. Ciao. Risk taking.